So, herzlich willkommen. Im Namen des Vitra Design Museums möchte ich Sie begrüßen zu unserem Talk heute Abend. Es wird Arno Brandlhuber sprechen zum Thema Ruinen vom Case Study House zur Antivilla. Unsere Veranstaltung heute Abend ist eine Kooperation mit der Archithese und Teil der Serie Archithese Kontext. Und wir möchten uns bei Archithese für die tolle Zusammenarbeit bedanken, besonders bei Elias Baumgarten, das ist ja wirklich sehr angenehm. Ich mache ganz kurz, weil es kommen noch Redner nach mir. Ich möchte jetzt an Herrn Jörg Himmelreich übergeben, der Chefredakteur von Archithese. Herzlich willkommen zur letzten Veranstaltung der Serie Archithese Kontext in diesem Jahr. Arno Brandlhuber, vielen herzlichen Dank, bist du heute hier. Toll, ein toller Gast. Ich weiß, das Tolle ist immer, wenn man so prominente Gäste hat wie ihn, da muss man eigentlich gar nicht die Biografie runterbeten, ist auch langweilig. Ich erzähle eine Anekdote, eine eigene Begegnung, die ich mit ihm hatte als Student, als Einführung, und dann haben wir schon die Themen, die, glaube ich, wichtig sind, auf dem Tisch, und die leiten dann in den Vortrag über. Und weil das schon eine Zeit lang her ist, sieht man auch nicht das, was nachher im Vortrag zu sehen ist. Also ganz herzlichen Dank, bist du heute da. Danke auch nochmal den Autoren. Also es gibt auch in der neuen Ausgabe, die wir heute auch feiern, es ist auch die Vernissage von der neuen Archithese Ruinen. Gibt es auch ein Interview von Christoph Ramisch mit Arno Brandlhuber. Sind auch andere Autoren da, habe ich gesehen. Toll, dass ihr da seid. Euch auch danke für die Zusammenarbeit. Und wir feiern dann nachher noch am Ende gemeinsam auch diese Ausgabe. Im Jahr 2000 habe ich an der Bergischen Universität Wuppertal studiert. Und der Arno Brandlhuber war im zweiten Jahr mein Entwurfsprofessor. Und dann hat er uns die Aufgabe gestellt, ein europäisches Molekül zu entwerfen. What? Also da haben wir gedacht, das war eine nicht sehr inspirierende Architekturschule, muss ich zugeben. Wir waren dann recht irritiert. Und worum ging es? Also wir hatten im ersten Jahr nämlich gelernt, dass Architektur eine Rekombination aus vier Elementen war, aus Wänden, Stabwerken, Kuben und Dächern. Das war so, mit dem wurden wir ins zweite Jahr entlassen. Da kam Arno Brandlhuber und sagt: Entwerft ein europäisches Molekül. Okay, und dann war es eben nicht nur ein neues Projekt, es war noch ein Umnutzungsauftrag, und zwar ging es um das Atomium in Brüssel, das muss ich Ihnen nicht erklären, Weltausstellung 58, dieses riesige Modell von einem Eisenkristall, was so recht marode war, und dann war die Aufgabe eigentlich in diesen Kugeln von diesem Atomium quasi sich eine Idee zu entwickeln, was die räumliche Übersetzung von einem europäischen Molekül sein konnte. Das heißt, es war ein Auftrag, eine politische Haltung zu Europa zu entwickeln. Das war der Anfang von dieser Entwurfsklasse. Da sieht man dann, wie einige von uns dann nachher die Projekte aussahen. Das wurde dann im Museum in Köln aufgebaut. Was haben wir jetzt da gelernt? Was Arno Brandlhuber uns gezeigt hat, als wir kamen, war das Neandertal-Museum, und was wir auf jeden Fall gelernt haben, ist, dass es in der Architektur nicht nur rechte Winkel gibt. Das haben wir sofort gelernt. Wir haben dann aber uns gefragt, ja, was hat das jetzt zu uns zum Thema Form, Konstruktion und vielleicht auch Nachhaltigkeit, Themen, die natürlich auch wichtig waren, wie haben wir das mit dieser politischen Agenda zusammenbringen können. Das haben wir nicht ganz gewusst, aber wir wussten, in Architektur kann, oder da vielleicht der Imperativ, soll Politik, das Nachdenken über Politik an Haltung am Anfang stehen, kann oder soll die Basis sein von Architektur. Ich glaube, ein paar Fragen, die wir zurückgehalten haben aus diesem sehr tollen Semester, die habe ich gerade angerissen, und ich glaube dann dieses Gebäude, was 2006 kam, wir haben natürlich dann weiter beobachtet, was macht der Herr Brandlhuber so mit seinem Büro, was kommen für Projekte, und ich glaube ein Projekt, an dem wir dann verstanden haben, was dort vielleicht nach diesem Entwurfssemester offen geblieben ist, war diese Sporthalle in Kopenhagen, ich glaube Crystal ist der offizielle Projektname, und zwar sehen wir da eine Sporthalle, ich habe ja einen Laser, da. Und dann halt diese vier bestehenden Giebeldachhäuser mit den Brandwänden. Und man versteht sofort eigentlich, man sieht dort vier Themen, und die sind, glaube ich, die ich angesprochen habe. Wir haben die Frage vom Kontext, die Frage, wie ein neues Gebäude sich da mit verbindet und trotzdem eine eigene Sprache entwickeln kann. Wir haben dort das Thema von Einschränkungen, also die Brandwände, dann die musste angeschlossen werden. Und man sieht, wie man dort gleichzeitig ein Potenzial aus einer Einschränkung
generieren kann. Und es ist eigentlich eine sehr gewöhnliche Aufgabe, diese Sporthalle, auch die Materialien sind gewöhnlich, aber gleichzeitig ist es ein Objekt, was dann doch wieder sehr spezifisch ist, also zugleich alltäglich unspezifisch. Und das seht ihr jetzt, sehen Sie nicht, es ist ein sehr leichtes, effizientes Tragwerk. Also auch dort geht es auch darum, günstige Materialien zu verwenden und gleichzeitig eine flotte Architektur zu machen. Das bringt mich jetzt zum Heft, zum Ruinenheft. Warum hat die Redaktion sich mit dem Thema Ruine beschäftigt? Wir glauben, dass es im Moment nicht nur durch die Nachhaltigkeitsdebatte ein Interesse gibt an offenen Strukturen, an offenen Systemen, an der Frage, wie man vielleicht auch aus dem Bestand heraus etwas herausdestillieren kann für die Zukunft. Wir haben uns bei dem Ruinenheft interessiert für Begriffe wie Kontinuität und Instabilität, also von solchen Ambivalenzen, die dort den Ruinen eigen sind, Fragen von Stillstand, Aufbruch, Krise und Hoffnung, Endgültigkeit und Offenheit. Und diese Begriffe haben uns interessiert und das stelle ich jetzt einfach so in den Raum, weil Sie und ihr werdet gleich automatisch merken, wie die Arbeit von Arno Brandl-Huber dort vielleicht sich auch mit beschäftigt und vielleicht zum Teil daraus Inspiration und vielleicht Antworten schöpfen kann. Ein letztes Thema. Wir sind, wenn wir mit den Heften fertig sind, immer schon am übernächsten. Wir arbeiten jetzt gerade mit dem Schweizer Team, das die Schweizer Präsentation auf der Architekturbiennale in Venedig vorstellen wird, mit Li Tavor, Alessandro Bossato, Matthew von der Ploeg. Da wird es auch um die Frage gehen von dem Alltäglichen, von dem Gewöhnlichen, nämlich dort, dass es wie eine Normierung im Moment gibt im Schweizer Wohnungsbau, dass die Dinge sich anfangen, alle ähnlich zu sehen. Das hat zum Teil mit Gesetzen zu tun und mit Normen, hat aber auch mit Normierungen im Kopf zu tun. Und auch da denken wir, dort muss man dran arbeiten, weil es ist, glaube ich, erstmal die Beschreibung einer Krise. Und ich glaube, auch das ist etwas, diese Frage von diesen Normierungen und Normen, ob sie jetzt nur gesetzlich sind oder mental, ist was, was die Arbeit von Arno Brandl-Huber auszeichnet. Deswegen hören wir jetzt nachher da ganz genau zu und vielleicht finden wir sogar schon die nächsten Inspirationen für dieses Heft. Ich bitte jetzt den Arno und übergebe, freue mich auf deinen Vortrag. Das war ja eine sehr nette Einführung. Jetzt verstehe ich auch, warum ich das Ruinenthema bekommen habe, weil nach dem europäischen Molekül würde ich jetzt mal sagen, da darf man das dann, ist fair enough. Also wie will man dann aus der Nummer rauskommen, wenn man zu Ruinen als bauender Architekt auftreten soll? Und ich habe in meinem Studium, gab es sozusagen eine legendäre Ruine, das war der Schürmannbau. Da gab es ein Hochwasser, und da gab es diesen schönen Keller und dann kam das Hochwasser und dann ist dieser ganze Keller hochgeschwommen und alles war Schrott. Und das ist ja eigentlich das, was man mit Ruinen verbindet. Und ich versuche jetzt mal da einen schnellen Weg raus, das geht nur 30 Minuten und es gibt vielleicht einen kleinen Nachschlag. Ich gehe ein paar Projekte durch, die kennen die meisten, aber einfach um zu sagen, warum uns die Ruinen ans Herz gewachsen sind und in dem kleinen Nachschlag würde ich das versuchen zu zeigen, wie wir wieder versuchen rauszukommen. Weil wir haben momentan die Situation, dass wir oft sehr günstig bauen und das heißt zumeist, wenn dann potenzielle Auftraggeber kommen, die sagen, dann kannst du mir das auch so günstig bauen, dann sagen wir ja. Warum kommst du denn zu uns? Sagt er, ja, günstig ist gut. Und wir wissen dann, okay, günstig bauen heißt weniger Honorar, aber mehr Arbeit. Also müssen wir einen sehr guten Grund finden. Und dann wissen wir auch, wenn wir die Standards nicht immer alle erfüllen, werden wir hinterher trotzdem verklagt. Das ist einfach so ein Naturgesetz in unserem Tun. Und deswegen sehen Sie jetzt ein paar Projekte, die haben wir einfach selbst finanziert, weil wir uns da schlecht selbst verklagen können. Eins ist, ich gehe die ganz schnell durch und bei ein paar lasse ich mir ein bisschen mehr Zeit. Eins ist die Brunnenstraße. Kennen Sie wahrscheinlich, das ist das gleiche Material wie in diesem Crystal. Es ist einfach, Sie kennen das als Doppelsteckplatten, Polycarbonat, aber wie kam es dazu? Eine Baulücke, wir haben diese Baulücke hier 2006 übernommen und das war eine Investorenruine. Also so ein klassischer Begriff, es war eine kleine Investorenruine, da war also ein Investor, der hatte
Hier hat er es bis zum Keller geschafft, im Hinterhaus bis zum dritten Stock. Das interessiert uns jetzt aber nicht. Er hat also hier einen Keller hineingebaut. Und der war dann also, als wir das entdeckt haben, schon so 10 Jahre unter Wasser und alles, was man da an Schmodder dann finden kann. Und dann haben wir uns gesagt, ah, ist aber doch eine ganz gute Lage hier. Obwohl da damals noch niemand hin wollte. Und wir sind dann zur Bank gegangen, weil wir kein Geld hatten. Also wir waren zwar ambitionierte Architekten, aber ohne Geld. Und haben dann der Bank erzählt, also ihr finanziert das Gebäude und wir finanzieren den Keller. Weil es ja das Teuerste ist, sozusagen Unterfangen der Nachbarwende und so weiter. Es war eine Kölner Bank, eben nicht aus Berlin. Und da hat die gesagt, klingt total schlüssig. Also haben die uns das ganze Ding finanziert. Das Grundstück haben wir gekauft zu dem damaligen Grundstückswert, der sehr niedrig war, abzüglich der Abrisskosten für den Keller. Ist ja klar, man will ja ein leeres Grundstück haben. Also hatten wir einerseits sozusagen die Abrisskosten des Kellers als Minus und bei der Bank als Plus. Und das hat es uns ermöglicht, erstmalig sozusagen selbst aufzutreten als Bauherr. Jetzt ist es natürlich so, wenn wir den Keller drin lassen, der Keller wusste ja schon, wo der Aufzug hin soll und wo die Lasten runterkommen, es gab aber keine Pläne mehr. Also haben wir dann so versucht, mit einem Statiker zu schätzen, wo kamen denn vielleicht in der ursprünglichen Planung irgendwelche Lasten runter und haben dann einfach ein paar Geschosse weniger gebaut und haben uns gedacht, wenn es schon so viele Außenbedingungen gibt, also wir haben schon den Keller und dann nehmen wir auch noch die Nachbarhöhen von dem Haus rechts und links und es führt dann zu so einem komischen Versprung. Wir nehmen, es passte halt nicht von den Höhen. Wir hatten im Kaufvertrag eine Auflage drin, dass, weil Südwestseite, dass wir das Gebäude abschneiden mussten. Also wir wussten nicht nur den Footprint, sondern auch sozusagen die Höhenentwicklung. Aber der Aufzug hatten wir in irgendeiner umnachteten Vorahnung in dem Kaufvertrag drinstehen. Der darf sich in die Form hineindrücken. Ich erzähle die Geschichte nicht komplett durch. Es gibt so viele Außenbedingungen, weil wir, das Wichtigste an der Stelle ist, wir waren damals unter einem Senatsbaudirektor Stiemann. Kritische Rekonstruktion, die aber eher darin bestand, dass die Draufhöhe stimmen muss und dann wird alles so Steinern, Tapeten und so oder Backstein, aber auf jeden Fall muss alles aussehen wie überall, außer es darf sich nicht auf die Osten beziehen. Also alles nach Paragraph 34, Einfügung in den Bestand, aber wenn der nächste Bestand aus dem, sagen wir, frühen 20. Jahrhundert oder 19. Jahrhundert 2 Kilometer weg war und dazwischen eine Ostplatte stand, ist der Bestand der prägende auf jeden Fall das von früher. Dann haben wir gedacht, da könnten wir doch vielleicht versuchen, so eine Art, wir machen alles richtig, also Draufhöhe stimmt, alles stimmt, nur vielleicht nicht die Materialfrage. Insofern ist es natürlich ein Case Study, weil wir damit sozusagen die Frage der Kritik in der Rekonstruktion adressieren konnten. Und es geht so weit, dass selbst, also da kommt natürlich keine Feuerwehr rein, weil und so mit dem Auto und davor ist eine Straßenbahnoberleitung, sehen Sie hier, deswegen können die ihre Leiter nicht aus, deswegen kommen die nur mit Handleitern, die sind aber nur so und so hoch, deswegen formt sich auch das Außengelände, damit dann die 8 Meter lange Handleiter dann doch zu den Öffnungen, die auf die Höhen, die von da abstehen und so weiter. Also es war wie so ein Spiel, wenn man sagt, ich nehme als Architekt sozusagen diesen dicken Filzstift weg, sozusagen diese schöne Skizze, sondern nehmen nur Außenbedingungen rein. Das ist dann ähnlich wie mit Monopoly. Also dann muss man halt manchmal zurück auf Start, weil man diese verschiedenen Bedingungen noch nicht zusammengewoben bekommt. Und dann, nach langer Zeit, klappt es dann doch. Und es gab noch einen Punkt, wir haben dann festgestellt, also es gibt ein Gebäude, der Nachbarn ist tiefer, da haben wir eine Anbauberechtigung, auf der anderen Seite nicht, also können wir die Treppe nach außen, damit wir dann so einen nutzungsneutralen Baustein, die nur über die Erschließung bestimmt wird und so weiter. Und so sieht es dann eben aus. Vielleicht da noch sozusagen ein Mini-Detail. Jetzt gab es in Berlin zu diesem Zeitpunkt noch keine Außentreppe. Die ist 5 Meter abgerückt aus Brandschutzanforderungen, weil in 5 Meter Abstand zur Fassade gibt es keine Brandlast mehr. Also ist es ein Sicherheitstreppenraum. Man braucht keinen zweiten Fluchtweg mehr. Aber es gab es als Typologie noch nicht. Also haben wir keine Baugenehmigung bekommen. Und dann war es aber so, dass die letzte Begründung, warum wir keine Baugenehmigung bekommen haben, hieß, die Feuerwehr stimmt ihrem Brandschutzkonzept nicht zu. Das sind halt alte Seilschaften, alte Deals. Und haben wir den Prüfer gewechselt, das ging damals noch. Und die haben gesagt, das ist natürlich hervorragend, Luft umspült und was Besseres kann uns doch nicht passieren. Also war klar, sie müssen uns eine Baugenehmigung geben, aber sie haben sie uns trotzdem nicht gegeben. Sie haben 3 Monate gewartet und in Berlin führt es dann zu einer Genehmigungsfiktion. Weil die Verwaltung da so langsam war, hat man gesagt, wenn sie sich 3 Monate nicht melden, dann hat man eine fiktive Baugenehmigung, man darf bauen. Aber es darf sich kein anderer darauf beziehen, weil es kein Präzedenzfall wird.
Sie merken schon, es ist natürlich ein wunderschönes Thema, in was man da einsteigt. Ich zeige Ihnen das nächste kurz. Nachts hervorragend. Also es ist total guter Wärmeschutz, extrem schlechter Schallschutz. Aber um da drin im Computer zu arbeiten, man merkt noch, dass die Straßenbahn vorbeifährt, ist ja auch nicht schlimm. Also die Standardfragen, die natürlich überall drinstehen, man muss ja nicht immer sagen, dass es alles können muss. Und wir haben damals gebaut, gut, das Grundstück war günstig, inklusive Grundstück für 1000 Euro im Quadratmeter, inklusive Mehrwertsteuer. Die haben wir uns dann zurückgeholt, weil wir es ja sozusagen als Ateliers benutzen. Und schon merkt man, dass diese Frage sozusagen Wohnen oder Arbeiten oder Wohnen und Arbeiten 19% unterschiedlichen Baukosten sind. Warum eigentlich ist das Wohnen das Endprodukt und nur alles, was dazwischen ist, ist von der Mehrwertsteuer quasi befreit? Also weswegen wir im Nachgang sehr, sehr viele Ateliers gebaut haben. Und keiner nimmt es einem Atelier übel, wenn da jemand die Couch als Klapp oder gar gleich als Bett da reinstellt. Und in Berlin haben wir dann auch rechtlich durchgesetzt, dass man in einem Atelier auch den Meldesitz, den ersten Meldesitz, was eigentlich ja Wohnsitz heißt, ja, aber es geht ja dabei nur um die Meldeadresse, dass irgendwelche Papiere zugestellt werden können, und haben in so einem kleinen Mini-Rechtsverfahren festlegen können, dass es nur darum geht, dass man erreichbar ist und deswegen auch in Ateliers die Meldeadresse sein darf. So, das ist vielleicht so ein bisschen bekannter geworden, und das hat vielleicht mit zwei Sachen zu tun, mit Damenunterwäsche und mit dem Wording Anti-Villa. Jetzt werden Sie sich fragen, wie geht das zusammen? Ich glaube inzwischen, dass während vielleicht die Brunnenstraße noch ein sehr komplexes System war, um auch eine Erzählung zu machen, also von Standards, von nicht angehaltenem Schallschutz, von keiner Drittschalldämmung, High Heels ausziehen heißt das und so weiter, ist das hier jetzt ein reduzierteres sozusagen Narrativ, was aber extrem gut funktioniert als Argument, in zweierlei Hinsicht. Also das ist das Gebäude, ist sehr schön, so sah das vorher aus, und das war zum Abriss freigegeben, das ist eine Produktionsstätte für den VEB Ernst Lück Wittstock, die haben Damenschlüpfer für die DDR hergestellt, als Satellitenbetrieb, deswegen hieß das Schlüpferbude. Das wurde 1980 gebaut von einer Lehrlingsbrigade, die so Kurzlehre gemacht haben, also aus Mosambik, Vietnam, also sozusagen so Bruderstaaten der Ex-DDR. Und jeder Beteiligte musste ein Fenster mauern. Die einen haben das dann mit Bogen gemacht, die anderen mit Sturz, aber die mussten genau gleich groß sein. Und deswegen hat dieses Haus, obwohl sozusagen hier ungefähr da der See ist und es hat Seezugang, hat es so viele kleine Fenster. Da muss man erstmal dahinter kommen, wie schön diese Geschichte mit den kleinen Fenstern ist. Da das zum Abriss freigegeben war, ist alles demontiert, was irgendein Nachbar gebrauchen konnte, außer dem Asbestdach, da war so Well-Asbestdach drauf. Job-Update. Und also klar war, das Dach kommt weg, und wir haben das gleiche Nummer, also um auch ehrlich zu sein. Grundstück gekauft, relativ günstig, minus die Abrisskosten dieses Gebäudes, weil es gab eine Baugenehmigung für ein Einfamilienhaus, eingeschossig, 100 Quadratmeter mit so einem Dach. Das Gebäude hat aber 500 Quadratmeter. Da könnte man ja auf die Idee kommen, nicht abreißen, Bestandsschutz geltend machen, 500 Quadratmeter besser als 100 Quadratmeter, obwohl es vielleicht eher Typologie Wochenendhaus ist mit so einem Seezugang so zwischen Berlin und Potsdam. Und so sah das im Innen aus, alles ausgebaut, was man ausbauen konnte. Und wir haben dann gesagt, okay, das Dach muss runter, wir setzen eine Betonplatte drauf, die ist 2 Grad geneigt, damit das Wasser abfließt, wasserundurchlässiger Beton. Das kriegt so eine kleine Kante, das macht eine Statik, die ermöglicht es uns, dass wir überall alles machen können. Also es müssen die Ecken müssen stehen bleiben, damit das Ding nicht runterfällt, das Dach. Und man muss auch sozusagen, wir haben die Statik hier so ausgelegt von dem umlaufenden Balken, dass man 5 Meter überspannen kann. Aber wir haben nicht bestimmt, wo was passiert. Und dann haben wir gesagt, naja, wir bauen so einen Kern rein, da ist halt eine Küche und eine Treppe aufs Dach, also auf dieses Dach später, und eine Sauna, und die heizt ja auch, und einen Ofen. Und weil wir das ja eben schon gehört haben, wir dämmen einfach nicht.
und erfüllen die Energieeinsparverordnung ganz einfach. Man hat so und so viel Fläche, man darf so und so viel Watt pro Quadratmeter im Jahr verbrauchen. Die verbrauchen wir auch, genauso viel wie zulässig. Und dann wird das Ding natürlich nicht so richtig warm, besonders wenn man mit der Sauna heizt. Und dann gibt es hier so einen Vorhang und der Vorhang, ganz einfacher Vorhang, Sie sehen den gleich, der schafft 8, also Delta 8 Grad, der schafft eine Temperaturdifferenz zwischen innen und dem anderen Bereich von 8 Grad. Damit haben wir innen 20, da draußen nur noch 12. Ja, das heißt, wir haben jetzt nicht 100 Quadratmeter, sondern wir haben 500 Quadratmeter und haben im Winter eben nur 70 da oben. Aber dafür haben wir ja von früher bis Herbst 500. So, jetzt schauen wir uns das mal an. Ja, da sieht man so ein Modell, die Dachplatte, der Kern. Also eigentlich hören Sie jetzt, so sehen Sie einen kleinen Film und der Hammer, dieser Presslufthammer. Und also wir haben einfach alle Freunde eingeladen, Gulaschkanone, Bier, einen Samstag und haben gesagt, Freunde, die Statik ist überall okay, haut raus. Da, wo ihr hinschauen wollt, also es ist sozusagen, eine, wenn man jetzt, hier ist natürlich alles total gut geplant, deswegen braucht man das hier nicht, aber angenommen, das Fenster wäre viel zu klein, weil da unten ja der See ist oder hier der Wald und es sind wahnsinnig tolle Ausblicke, dann würde man einfach sagen, ja, haut raus. Und so sieht es jetzt aus, es ist relativ einfach, es gibt dann nur einen Schiebeflügel, weil es ist günstiger als viele Schiebeflügel, es sind dann einfach hinter die Löcher die Gläser geklebt. Hier sehen Sie den Vorhang und den offenen Kamin und nochmal den Vorhang. Wir haben es dann ergänzt, muss ich gestehen, mit einer Geothermie ohne Kompressor, die einfach nur sozusagen so 20 Grad warmes Wasser durchspült, damit es nicht eingefriert, damit wir dann nicht immer alles leer laufen lassen müssen. Da sieht man vorher, nachher. So, und jetzt haben wir festgestellt, komisch, dieses Ding, also diese Schlüpperbude, die wir dann Anti-Villa genannt haben und die wir extrem günstig umgebaut haben, schafft es plötzlich auf den Titel vom New York Times Magazine. Warum eigentlich? Also scheint es irgendeinen Nerv zu treffen, dass man vielleicht nicht immer sozusagen so denkt, sondern vielleicht mal so, oder auch man sagt, Leute, diese Standards, warum darf ich denn nicht mal einen Pullover anziehen im Winter, auch wenn ich kein Sozialhilfeempfänger bin, weil das eine große Diskussion ist. Und woher kommt es denn einfach, dass wir denken, dass alles sozusagen immer nur perfekt sein muss? Also 500 Quadratmeter sind einfach viel besser wie 100. Das heißt nämlich, wie soll ich denn 500 Quadratmeter benutzen? Also sage ich einem Kumpel, willst du eine kleine Konferenz machen? Ja, dann sagt einer, oh, ich habe mich gerade von meinem Mann getrennt, ich brauche noch schnell eine Bude für die nächsten 4 Wochen. Auch kein Problem. Da kommt jemand und sagt, ich will eine Party machen, ich will mich da mal einnisten, ich brauche mal eine Produktionsstätte. Plötzlich kann man mit all diesen Freunden, die man vorher immer sagt, ah, ich habe kein Gästezimmer und nach 3 Tagen stinkt der Fisch und so, plötzlich kann man sagen, nehmt doch einfach, der Platz ist da. Jetzt machen wir mal sakralere Themen zu Weihnachten. Also eine Düttmannkirche, katholisch, Berlin. Die Katholen werden weniger in Berlin. Es sollte abgerissen werden, weil nur wenn eine katholische Kirche abgerissen ist, darf man dort das Grundstück verkaufen. Weil sonst setzt die katholische Kirche drauf, wer weiß, was in 500 Jahren ist. Ist ja auch richtig so. Also haben wir dort erstmal die Denkmalschutzeintragung betrieben. Was nicht so einfach war, weil sozusagen diese, sagen wir mal, eher brutalistischen Gebäude aus der Zeit noch nicht so richtig im Fokus der Denkmalpflege waren, aber das ging dann doch. Also konnten sie es nicht mehr abreißen. Dann haben sie einen Erbbauvertrag vergeben, da haben wir dann auch die Nutzer dafür gefunden. Wir hatten 2 Konkurrenten und der eine ist eine Galerie, die da reingegangen ist. Und es ist ein wahnsinnig toller Bau, muss man sagen. Da hat es eine Art Spritzbetonbewurf mit einem Licht, wahnsinnig toll auf diesem Grau. Ist eine ganze Anlage mit Kita, Veranstaltungsraum und so weiter und so weiter. Jetzt sieht man hier schon, ich zeige das damals, das ist eine relativ schwierige Galerie, weil man müsste jetzt die Bilder da oben hinhängen und da unten ist es so niedrig. Und dann hat der Galerist auch gesagt, naja, es ist eh ein großes Risiko, so ein Gebäude zu übernehmen. Ich brauche auch Lager oder irgendwie, ich brauche mehr Fläche. Also wir haben eine einzige Maßnahme und die Heizung ging nicht mehr und dann brauchen die auch schnellere Datenleitung. Und so. Dann haben wir gesagt, okay, wir machen nur eine einzige Maßnahme. Und die beruht darauf,
dass wir uns auch getraut haben, sozusagen diese Kirche eher so wie in Kill Bill, wie sie gleich sehen, zu behandeln. Also so wie Uma Thurman, also in diesem Kill Bill 2 mit diesem Schwert. Wir haben einfach sozusagen den Düttmann nochmal gelesen. Das ist eine Publikation von Düttmann, die haben wir überarbeitet. Wir sehen, wir haben einfach uns mit dem Text beschäftigt. Also wir haben hier eine neue Jahreszahl dazu geschrieben, weil so lange läuft der Erbbauvertrag. Bis 2111. Und haben seinen Text zu dem Gebäude untersucht und wir haben festgestellt, wir müssen ein paar Weisungen machen, also dort, wo es sozusagen um den Kreuzgang geht oder um den Beichtstuhl und so, da müssen ein paar Details raus. Aber sein Text beschreibt genau das, was wir sozusagen nach unserem Umbau herstellen. Also haben wir gesagt, wir versuchen jetzt einen Eingriff zu machen, der in 10 Jahren nicht mehr dem Umbauarchitekt zugeschrieben wird, sondern in 10, 20, 30 Jahren sagen die alle, der Düttmann, die coole Socke, hat so ein geiles Ausstellungsgebäude gemacht. Es gibt natürlich dann bestimmte Probleme, weil die Denkmalpflege sagt ja, dass ich jede Zeitschicht, also Charta von Venedig, jede Zeitschicht muss ich unterscheiden. Also wir kennen das von Schatten in Eichstätt, irgendwie so ein Natursteingebäude, also kommt da so ein Stahl-Glas-Einbau rein. Aber jetzt soll ja auch noch Kunst rein. Und wir wollten gerne sozusagen jedes Detail von Düttmann übernehmen, den komplett kopieren, damit einfach klar ist, es ist ein guter Düttmann-Bau, der ja auch den Hauptteil gemacht hat. Hier. Also wir stellen einen Tisch hinein, ganz einfach einen Tisch, der hat ganz viele Füße, der Tisch, damit wir keine neuen Fundamente brauchen, sondern nur eine Stahlplatte, damit wir eben nicht in das denkmalgeschützte Substanz angreifen müssen. Deswegen kriegt er so viele Füße, damit es mit der Last passt. Der Tisch ist geheizt, der strahlt nach unten, nach oben, ist also auch die Heizung, das sind alle Datenleitungen drin, alle Detektoren für Rauch, alle Elemente für Einbruchssicherung, also für Überwachung, sodass er tatsächlich nur eine einzige Maßnahme durchführt. Ja, da ist dann ein Tisch, das, da wo die Orgelempore war, man benutzt einfach den Aufgang auf die Orgelempore, da ist der Tisch. Das ist das Detail von Düttmann, der hatte die Orgelempore schon so abgerückt von den Wänden, natürlich total richtig, also das konnten wir nicht genau kopieren, weil das waren damals 10 cm, aber heute sind die Kinderfüße irgendwie kleiner geworden. Heute darf man nur noch einen 3 oder 4 cm Abstand machen, damit ein Kinderfuß nicht hineinpasst. Anscheinend, oder die Kinder haben früher gesehen, dass da ein Schlitz ist und sind da nicht reingetreten. Das war tatsächlich selbst mit Hilfe der Denkmalpflege nicht möglich, das Originaldetail, obwohl wir es an dieser Stelle ja weiterbehalten dürfen, weil Bestand, sozusagen überall auch für den Tisch zu verwenden. Und so sieht der Tisch jetzt aus. Wir mussten ja eine Zeitschicht klar machen, also deswegen haben wir scharfe Kanten, während Düttmann diese 45 Grad Leisten, der hat es mit Holz geschaltet, was wir viel lieber gemacht hätten. Damit von vornherein klar ist, also schon nach 5 Jahren klar ist, das war Düttmann. So, da sehen Sie jetzt oben den Ausstellungsraum, der funktioniert hervorragend, weil jetzt auch diese Perspektive sich ein bisschen verändert hat. Klar, vor der Kirche geht immer so, man muss, also da gibt es ja immer diesen, also ich war Ministrant, das ist keinesfalls sakrilegisch. Vorher musste man immer so gucken in der Kirche zu dem oben und jetzt hat man einen horizontalen Blick. Und unten ist jetzt total viel kleine Ausstellungssituation, wo sie so viel kleinere Settings machen, die arbeiten da unten und Arbeitsstättenrichtlinien sind nicht eingehalten und. So, jetzt zeige ich Ihnen ein letztes, vorletztes. Das wird unser eigenes Büro, unser neues. Und zwar sind wir jetzt wieder im Osten von Berlin, in Lichtenberg. Das ist die tollste Area, die es gibt. Und zwar heißt es Dongshuan Center. Das sind sozusagen aus dem Vietnam, ja, früher diese ganzen Händler, haben es da jetzt, sind 500 Händler, haben riesige Hallen und verkaufen. Alles. Es sind auch viele die gleichen Koffer und so. Aber es gibt dann, jeder hat, was darf, ist ein Industriegebiet, es darf dort keine Restaurants geben, aber Betriebskantinen. Also man kann dort so gut vietnamesisch essen. Man kriegt Fußmassagen, was auch nicht erlaubt ist von den Vietnamesen. Alles, es gibt alles. Karaoke-Bars, nicht erlaubt. Aber die sind ja da, die sind so viele und die sprechen auch einfach vietnamesisch. Deswegen ist es auch für die Bauverwaltung das schwierig, das durchzusetzen. Und wir haben da übernommen, diese wunderschönen Türme. Jetzt hatten wir ein Problem. Wir hatten jetzt schon sozusagen zweimal unsere Bank überredet zu finanzieren. Diesmal sind wir zu der Bank gegangen und haben gesagt, wir wollen jetzt das hier kaufen. Das ist doch schon zweimal gut gegangen. Da haben die gesagt, nee, das ist doch voll Schrott, also voll Ruine.
Dann haben wir einen Artikel lanciert in einer Kunstzeitschrift und haben das Ganze dann San Gimignano Lichtenberg tituliert. Dann haben wir das der Bank wieder zukommen lassen. Dann sind wir wieder zu der gleichen Bank und dann haben die gesagt, oh, San Gimignano Lichtenberg, das finanzieren wir. Ja, Sie merken schon, also sozusagen allein über so ein Shift, also deswegen heißt das Projekt jetzt San Gimignano Lichtenberg, da hat man viel bessere Erinnerungen, die sind nicht so Ost- und runtergegangene Industrie und so. Das war ein Zustand, den haben wir selbst schon nicht mehr erlebt, das Ganze war ein Graphitwerk und es war alles voll mit Produktion, also richtig dreckige Produktion. Und die zwei Türme hier, die sind nur stehen, also das gleiche Teil stand hier nochmal dazwischen, das war nur noch höher, also höher als die Türme, die haben knapp 50 Meter. Das waren die ganzen Steuerstände für die Fabrik, das hier war der Silo, wo das Graphit dann drin war. Alles versiegelt, weil der Boden ist ja so ein bisschen ungut. Aber um die Hallen zu bauen, hätte man, also weiter mit der Mädchenhalle, hätte man die abreißen müssen, da war die DDR total gut. Wenn es um die eigene Produktion ging, haben die so einen guten Beton verwendet. Also wir haben da so Prallhammerversuche und alles Mögliche, damit man das sozusagen, der ist so gut, da muss man noch nicht mal das Rausschauen der Bewährung irgendwie wieder behandeln, weil selbst in 100 Jahren hält der Beton noch. Also laut Aussage von unserem Statiker. Ja, so sah das da aus. Und unser Büro geht also in diesen Turm, wir sehen es gleich im Schnitt, San Gimignano Lichtenberg. Das Erste, was wir gemacht haben, wir haben hier einen Berg gebaut, das habe ich leider ein Foto davon vergessen. Also mussten Feuerlöschteiche ausgehoben werden und dann wurde, was nicht wir gemacht haben, diese Betonbrocken, haben wir gesagt, komm, bevor die teuer entsorgt, bringt ihr die zu uns. Das war so eine pakistanische Community, die da große Flächen auch gekauft hat. Bringt die einfach zu uns, haben wir Netz drüber, Erde, Gras und eine Ziege. Und jetzt kommen, wenn die in diesem vietnamesischen Sender, in diesen Betriebsrestaurants, die aber richtige Restaurants sind, die werden nach Hochzeiten gefeiert, jetzt kommt jede Hochzeit, die stellt sich dann auf diesen Berg, weil da kann man sich ja so hinstellen fürs Foto, dass man jeden sieht. Dann kam der Chef von diesem Dongshan-Sender und hat gesagt, das ist super, was er da gemacht hat, können wir das immer für Fotos verwenden? Ja, klar. Und jetzt fährt sein Wachdienst, der da immer nachts durchfährt, fährt jetzt auch immer sozusagen um die Türme rum. Hat er gesagt, das kostet nichts, wir machen dafür Fotos. Also ich will ja sagen, das ist natürlich, man denkt jetzt, es wäre total unsinnig, erstmal einen grünen Hügel zu bauen, aber Sie sehen, das funktioniert total gut. Und es war, weil einer der Mitstreiter, Christopher Roth, von dem kriegen wir gleich noch was, der wollte unbedingt Ziegen haben. Ziegen brauchen halt einen Hügel, weil die ja immer hochlaufen wollen. Jetzt sagen Sie, wie bescheuert ist der? Ich weiß. Er denkt, so, dann hat aber sozusagen dieser grüne Hügel in vietnamesischen sozusagen Blogs und weiß nicht, die verbreiten ja auch ihre Hochzeitsfotos oder so, ist dieser grüne Hügel im Dongshan Center plötzlich so ein Ding geworden. Also jedes Mal, wenn wir jetzt sozusagen Probleme, wir haben viele Probleme mit der Bauaufsicht, das ist wirklich viele. Also nicht, dass sie uns nicht mögen, aber es fällt ihnen halt schwer, das sozusagen zu unterschreiben. Dann können wir in diese Vietnamesen, obwohl wir kein Vietnamesisch sprechen, aber da gibt es ja viele, die sprechen Deutsch und Vietnamesisch, sagen wir, können da mal was lancieren. Dann gibt es plötzlich so eine Welle in diesen vietnamesischen Blogs und so. Und dann können wir wieder zum Amt gehen und sagen, guck mal, nee, Leute, das sind die Leute da vor Ort. So, also jetzt hatten wir ein Problem. Das ist das Grundstück, das wir übernommen haben. Wir haben gedacht, ein Industriegebiet 0,2 Abstandsfläche, also 20% der Höhe Abstandsfläche, die jetzt für die Nicht-Architekten 50 Meter, also brauchen wir 10 Meter Abstandsfläche. Also haben wir uns das Grundstück beim Grundstückskauf so geschnitten, dass wir da hinten 10 Meter haben, hier 10 Meter. Da ist ja eine Bestandssituation, haben wir gedacht, kommen wir schon durch. So, jetzt ist aber, unsere Freunde von der Stadtplanung finden uns blöde. Weil sie dort eigentlich vorhaben, dass diese blühenden Landschaften, die versprochen waren für den Osten, auch tatsächlich zurückkehren. Und zwar in harter Produktion, mit viel Lautstärke und so. Jetzt geht aber keiner hin. Also gibt es noch eine Schrottpresse, aber es will keine neue hin. Aber es ist immer noch Vorhaltefläche für diese neue Industrialisierung, die dreckig und laut ist. Deswegen darf da auch kein Architekturbüro hin. Wir haben uns dann geeinigt, wir dürfen eine Modellbauwerkstatt machen. Und für die Modellbauwerkstatt dürfen wir Rechner verwenden, um ja für die Modelle sozusagen das vorzubereiten.
Aber den nächsten Stein, den sie uns in den Weg gelegt haben, war, haben gesagt, es gibt da noch ein Wohnhaus in der Nähe, deswegen betrachten wir das jetzt, weil der B-Plan Industriegebiet nie rechtskräftig geworden ist, sondern nur in der Aufstellung liegt, betrachten wir das sozusagen als ein Gebiet, wo wir alle Interessen abwägen müssen. Es gibt ein Wohnhaus, also habt ihr eine Abstandsfläche von 0,4. Und da haben wir festgestellt, oh, das ist jetzt aber ganz schlecht für uns. Unser Grundstück ist ja nur 10 Meter breit, jetzt bräuchten wir plötzlich 20 Meter Abstandsfläche hier hin. Und hier hinten auch 20 Meter, haben wir aber das Grundstück nicht. Ah, tüftel, tüftel. Dann haben wir gesagt, okay, wir schneiden neue Grenzen. Wir schneiden hier hinten und hier, wo wir die Probleme haben, Sie sehen hier die Abstandsflächen, die wir nicht einhalten konnten. Wir machen da einfach eine neue Grenze. Also wir teilen unser eigenes Grundstück in mehrere Grundstücke. Das führt dann dazu, wenn man nämlich eine Grenzbebauung hat, gibt es keine Abstandsfläche. Wenn man dann aber da trotzdem Fenster hat, muss man eine Baulast eintragen, Öffnungen in Brandwänden, 5 Meter Abstand. Jetzt keine 20 Meter mehr, sondern nur noch 5. Und zwar nur dadurch, dass wir unser eigenes Grundstück, Sie sehen hier die Grenze, da hinten die Grenze, das einfach geteilt haben. Das ist ja ganz gut, so wie Tai Chi oder so, da kommt was und dann. Und jetzt kommt tatsächlich die Baugenehmigung. Das Letzte, was sie uns auf den Weg gelegt haben, dass der Brandschutz für das Gesamtgelände mit allen Eigentümern nicht eingehalten ist. Jetzt haben wir das moderiert ein halbes Jahr lang, dass das jetzt funktioniert. Den Plan gibt es jetzt, ist alles gesichert und jetzt kriegen wir dieses Jahr noch eine Baugenehmigung. Ich gehe nur einmal kurz durch, weil ich glaube, ich habe die halbe Stunde schon. Das hier oben wird unser Büro. Damit können wir erstmal noch nichts anfangen mit diesen Silos. Da gibt es diesen Balkon, also das ist natürlich, wir haben nur ein Treppenhaus, also muss es ein Sicherheitstreppenhaus werden, weil Hochhaus, ist klar. Also kommen hier einfach keine Fenster rein, dann ist es luftdurchspült, einfache Lösung. Dann können wir sogar noch hier einen Raum gewinnen, weil wenn man rausgeht und wieder reingeht, dann ist es ja wieder Anforderung an ein Sicherheitstreppenhaus. Und wir haben hier oben immer noch zwischen 12 und 8 Meter Deckenhöhe und stellen Sie sich mal einen Blick vor, 50 Meter Höhe, hier eine Südterrasse, ganz Berlin. Und jetzt hier unten, da haben wir dann angefangen mal aufzuräumen, wir haben gedacht, das wäre eigentlich eine gerade Decke, dann stellte sich raus, da liegt noch Schutt drin. Da haben wir den also rausgeholt, dann stellen wir fest, steht hier das Grundwasser drin. Also immer abpumpen, oder? Wir haben jetzt, es gibt zwei Möglichkeiten, was da entsteht. Das eine ist, wir machen eine Fischzucht, also wir machen gerade die Wasseruntersuchung, dann wird das hier ein kleines Fischrestaurant. Oder wenn das Wasser zu schlecht ist wegen der Bodenbelastung hier, es gibt so einen Verein, die retten sozusagen von China nach Deutschland transportierte Kois, die auf dem Transport sozusagen so kleine Schäden an der Flosse oder sowas haben, die kann man nicht mehr verkaufen, also sind quasi behinderte Kois. Dann machen wir mit denen zusammen hier so ein, ja, so ein behinderte Koi. Die freuen sich auch, wenn sie Liebhaber finden. Und Sie sehen schon, es sieht natürlich wahnsinnig toll aus. Also das hätten wir als Architekten auch nie so gut hingekriegt. Also da haben wir jetzt noch nichts gemacht, aber ich finde, es sieht jetzt schon hervorragend aus. Und wie kamen wir eigentlich dazu? Ganz kurzes Ding, also war ich relativ früh in Berlin und es gab einen Wettbewerb, Hertha BSC, altes Vereinsheim, längst aufgegeben. So war damals das Stadion mit dieser Tribüne, wahnsinnig toll, oder? So, es gab also einen Wettbewerb, temporäre Kunsthalle am Humboldthafen, also eine Kunsthalle, nachdem die andere temporäre Kunsthalle schon wieder weg war, hat Woverreit nochmal Geld locker gemacht, einen Wettbewerb ausgeschrieben, wo wir eingeladen waren, eine temporäre Kunsthalle für 3 Monate am Hauptbahnhof, das heißt Humboldthafen. Da haben wir gesagt, das ist ja toll, das Geld, aber kann man das nicht besser verwenden? Also waren, glaube ich, Baukosten von 1,2 Millionen für eine 3-monatige Kunsthalle, 1,2 Millionen. Und haben wir gedacht, ja, Humboldthafen, Humboldthain ist nicht so weit auseinander. Und es gab eben hier, und das ist jetzt immer aber im Westen, im 80er Jahre West-Berlin, da gab es eben diese Situation, da wollte jemand ein Sporthotel bauen, also auch eine Investorenruine. Ein Sporthotel, der hat es nur geschafft bis zur Bodenplatte, ähnlich wie die Brunnenstraße, also um auch wieder auf die Ruinen zurückzukommen. Da sollte eine unterirdische Squashhalle entstehen mit 8 Meter Höhen. Und da haben wir gedacht, eigentlich ist das Ding noch eine ziemlich gute Kunsthalle, oder? Also es gibt Innenhöfe schon da drin,
Und wenn man Geld braucht, kann man innen drin ja, kann man oben drauf auch nochmal weiter verdichten. Und das Grundstück gehörte der Stadt. Wenn man Grundbuch schaut, Grundbuch gehört der Stadt, liegt schon seit 30 Jahren brach. 1,2 Millionen kriegen wir doch was mit hin. Haben wir also vorgeschlagen. Und dann stellt sich raus, ja, die Kuratoren, alle waren total begeistert, haben gesagt, ja, wollen wir, können wir uns gut vorstellen. Und dann ist es 10 Tage vorher, bis die Entscheidung gefallen war, hat der Bezirk das mit der gleichen Nummer, hat gesagt, naja, Abrisskosten sind so groß, hat es für fast nichts verkauft. Wusste aber nicht, dass sozusagen, also dieses Nachnutzen, also das sozusagen ein anderes Programmieren dieser Ruine war nicht vorgesehen. Da haben wir natürlich den Trick gelernt, dass man so günstig Grundstücke bekommt, die sozusagen irgend so eine Ruine drauf haben, weil man dann immer minus Abrisskosten an das Grundstück rankommt. Wir haben aber was anderes gelernt. Also die Liegenschaftspolitik von Berlin scheint so ineffizient zu sein, dass die Kulturverwaltung eben nicht weiß, dass der Bezirk diese, weil keiner katastriert Ruinen, ist ja klar, weil es sind ja Ruinen. Also das Potenzial ist sozusagen nirgends zugreifbar, weil es eher in so einer Schublade gelegt wird von verseuchtes Grundbuch bei Ruinen. Wir haben dann festgestellt, dass Berlin eine Liegenschaftspolitik betreibt, die immer alles zum Meistgebot oder in dem Fall auch sehr wenig, aber es war das Höchstgebot, veräußert. Wir haben uns dann überlegt, ist das nicht blöde? Also geht jetzt eine ganz andere Geschichte, die ich jetzt nicht erzähle, los, wo wir sozusagen Liegenschaftspolitik eingemischt haben und dass die Liegenschaften nicht mehr veräußert waren, der Liegenschaftsfonds ist inzwischen aufgelöst, nicht, dass wir das jetzt alleine waren, da waren zum Schluss Hunderte beteiligt, um die Politik, die eigentlich total intelligent ist, nur manchmal so zeitverzögert. Also wenn man einzeln die Leute anspricht, verstehen die das, aber in diesem Gesamtapparat, wie so eine Entscheidungsfindung, die dann sozusagen zu einer anderen Liegenschaftspolitik, die dann zum anderen Umgang mit Bestand führt, dauert oft lange und diesmal konnte man es auf 3-4 Jahre verkürzen. Jetzt haben wir aber so ein paar Sachen da drin, also diese Auseinandersetzung mit Baurecht, also die wir Architekten sozusagen immer als Beschränkung empfinden und sagen, mein Gebäude wäre ja so toll geworden, wenn nicht, ja die Bauordnung weißt du und da hat die Stadtplanung gesagt, du darfst nicht und dann erzählen wir uns immer untereinander, wie toll es sonst geworden wäre. Also haben wir gedacht, man kann es auch umdrehen, eigentlich müsste doch die Domäne der Gestaltung dieser Texte, dieser Gesetzestexte genauso unsere Domäne der Gestaltung sein. Also warum sollten wir denn akzeptieren, dass es die in dieser Form gibt? Warum können wir die nicht umdrehen? Das war ein erster Film, den wir gemacht haben mit Christopher Roth, der mit den Ziegen, der in dem anderen Turm mit dabei ist, dem Filmemacher, den wir auf der Venedig-Biennale vor 2 Jahren gezeigt haben, vor 1,5 Jahren. Wir haben einen nahen Film gemacht, The Property Drama, der gerade auf der Chicago Biennale läuft, weil wir feststellen, dass wir mit diesem Medium Film, auch wenn das sozusagen sehr redundant ist, also weil man einfach eine halbe Stunde länger kann man das nicht machen auf so einer Biennale, doch ziemlich viel zeigen kann. Ich zeige Ihnen, also, wenn es läuft, den Trailer. Wenn er läuft, hat er auch irgendwann Ton. Da kommt schon Ton. Viel Ton. Ton auf den Rechner. Kriegen wir das? Der läuft in 2 Minuten, wir haben noch die Chance, sonst überspringe ich den. Wir brauchen natürlich den Turm, weil der total suggestiv ist und so wow, 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 wow. Und wenn einfach in diesen 30 Minuten, wird in 10 kurzen Kapiteln über das Verhältnis von Architektur und, also von dem Text, der Gesetzgebung und Architektur gesprochen. Einer zum Beispiel ist Nozzi, das ist Nozzi 7, der für eine kleine Gemeinde in Wir lassen es einfach, ich gehe weiter. Also, letztes Projekt. Der ist total guter Film, damit Sie sich das jetzt. Finden Sie aber auch im Netz den Trailer Legislating Architecture und es gibt dazu dann auch Ausgaben, wo wir es im Print weiter ausformen und wir haben festgestellt, dass dieses Engagement, dieses Thema überhaupt in unsere Disziplin hochzuholen, also nicht, dass ich jetzt meine ganze Lebensrestzeit verwenden will in so Stuben, wo man dann so Gesetzestexte redigiert. Wir versuchen dort nur ein einziges Gesetz auf Landesebene in Berlin durchzusetzen. Das ist total simpel. Das heißt, du darfst über bestehende Höhenbeschränkungen hinaus ein Geschoss aufbauen mit einem extrem hippen Penthouse.
wenn du die gleiche Fläche im gleichen Gebäude zum Sozialpreis dauerhaft vermietest. Was natürlich zu einer Form von Mischung führt und so weiter. Allein dieses eine Gesetz so sicher abzuarbeiten, dass hinterher nicht nur alle die Penthäuser draufsetzen, aber tatsächlich das unter, dieses Sozialgeschoss auch dauerhaft gesichert ist, und zwar ohne, dass man da immer jemand hinschicken müsste, kontrolliert, ob nicht doch die Schwester, die Zahnärztin, das jetzt als Sozialgeschoss dann doch vermietet bekommen hat, ist unglaublich schwierig. Es dauert ungefähr so lange wie ein größeres Gebäude, aber ich glaube, es macht total Sinn. Letztes Beispiel, also weil wir auch so schweiznah sind wie in Deutschland, probieren das jetzt auch manchmal mit Volksentscheiden. Und es gibt eine andere Kultur dazu. Also wenn in der Schweiz vielleicht auch mal ein Volksentscheid nach hinten losgeht, ist hinterher kein Unfrieden, weil man das kennt. Das ging jetzt halt 51, 49 mal so rum, aus mal so rum. Also sind hinterher die Parteien nicht lebenslang zerstritten. In Deutschland ist es noch nicht so. Sie kennen es vielleicht, die Diskussion um Stuttgart 21. Und es gab in Berlin einen Volksentscheid. Tempelhofer Feld, also das ganze Flughafenfeld, wo die Stadt- und Landebahn waren, sollte eine Randbebauung hin, die war wirklich mies und sollte auch nur so Public-Private, mehr Private. Also gab es einen Volksentscheid, der gesagt hat, dieses Tempelhofer Feld, dieses Grün, darf nicht bebaut werden. Im Besitz und der nicht betroffen hat, dieser Volksentscheid hat betroffen die Grenze bis hierhin, bis zu diesem Zaun. Dahinter ist die große Betonfläche direkt vor dem Tempelhofer Flughafen. Wir haben dann einfach damals 2015 gesagt, wäre es nicht viel einfacher zu sagen, nicht entweder bebauen oder freihalten, sondern natürlich freihalten und bebauen. Und die wollten damals 3.500 Wohnungen bauen. Wir haben dieses Bikini-Gebäude hier drauf kopiert. Also Bikini Berlin ist sozusagen so ein Gebäude, das heißt so, weil es so ein Leergeschoss hatte am Zoo. Das sind jetzt ungefähr die 3.000 Wohnungen. Denkmalpflege kein Problem, weil Zeitschicht ablesbar und es ist sogar mit Sicherheitsabstand. Und es war politisch damals nicht durchsetzbar, das sind jetzt Publikationen von damals. Wir versuchen dann immer so eine Art Bewegung zu erzeugen, hat nicht ausgereicht im politischen Raum. Jetzt sehen Sie wieder den Ton nicht, das war jetzt vor vier Wochen, hören den Ton nicht, das war vor vier Wochen in der in so einer Talkshow-Sendung mit der Senatorin für Stadtentwicklung, die Senatorin Lomscher. Und dann hat sich, ich wusste es vorher gar nicht, dann hat die Redaktion sich überlegt, ja, wir wollen das ja so ein bisschen hochkochen und haben dann dieses Beispiel gezeigt. Haben gesagt, Frau Lomscher, Sie wollen doch Wohnungen bauen. Berlin hat gerade extreme Wohnungsarmut. Warum machen Sie das denn, das Projekt nicht? Dann sagt die irgendwann, ja, das wird mir natürlich total, so, Publikum klatscht. Und dann sagt sie, ja, natürlich würden wir das machen, wenn die Denkmalpflege mitspielen würde. Ich verspringe jetzt die Szene, ich erzähle es jetzt alles. Und da kommt jetzt eine schöne Szene, dann sagt sie eben diesen Satz, wenn die Denkmalpflege mitspielen würde. Und dann reenacten das jetzt mal. Da sagt sie, ja, schöne Idee, aber Sie wissen ja, und so Denkmalpflege, jetzt kommt die Idee, wenn ich die Denkmalpflege überzeuge, ist der Deal dann gemacht, dann dürfen wir es machen. So, und das ist natürlich total wichtig, also so Situationen sozusagen, also so Ruinen des Stillstands, möchte ich mal sagen, also das sozusagen die Architektur der Begegnung so zu gestalten, dass es plötzlich wieder möglich ist, das in die Medien zu bringen. Und seitdem, jetzt bin ich sozusagen ins Beratungsboard der Senatorin bestellt und das werden wir jetzt, ich mache mal weiter, ohne Ton ist es. Ja, so arbeiten wir. Und es macht uns großes Vergnügen. Vielen Dank für den tollen, vor allen Dingen auch humorvollen Vortrag. Wir haben gesagt, wir lassen noch Fragen aus dem Publikum zu. Vielleicht eine ganz banale Frage, aber es sind ja jetzt immer Lösungen aufgezeigt worden für alle Probleme mit Abstandsflächen etc., die es gibt. Gibt es nicht auch Momente im Büro, wo man einfach vor dem Berg steht und sagt, wir verzweifeln jetzt und wir geben jetzt einfach auf? Sie meinen zwischendurch oder? Nee, die gibt es natürlich, weil wir merken auch oft, wir verheddern uns und auch die Zeiterstreckung. Also die Baugenehmigung für die Türme, das sind wir seit 2,5 Jahren. Vor 2,5 Jahren haben wir den Bauantrag eingereicht. Allein zu erreichen, dass er nicht wegen Fristüberschreitung abgewiesen wird,
Sondern jetzt kann man sich vorstellen, da investieren wir selbst, da hält man das aus. Also das Problem ist ja tatsächlich, wenn man in einem Auftragsverhältnis mit einem Auftraggeber steht, der sagt dann mir irgendwann, time is money, also hast du was an der Schüssel. Wir sind jetzt sozusagen ein Jahr, eineinhalb mache ich mit, aber doch nicht zweieinhalb Jahre. Und das Thema gibt es tatsächlich. Und da gibt es einfach dann zum Schluss sehr wenige, die dann auch bereit sind, das mitzutragen oder die diesen Prozess auch als Qualität, da gibt es extrem wenig, die diesen Prozess als Qualität mittragen. Also in diesem letzten Beispiel ist es tatsächlich so, dass die sagt, ja dann, weil wir einfach auch technologisch mit WU-Beton und so weit gespannt und rissfreien so Problematiken und Abbindetemperaturen in diesen dicken und so weiter, haben wir einfach eine Saison ausgesetzt. Also einfach ein Jahr verschoben, allein weil wir sozusagen Zeit brauchten, um das zu entwickeln. Und wir sind auch jetzt in so anderen Verfahren, die Sie vielleicht auch viel besser kennen, wo so institutionelle Anleger halt, was weiß ich, 500 Wohnungen oder was bauen. Und das ist grauenhaft. Also wir haben jetzt ein Verfahren, da kriegen wir, sagen wir, wir kriegen ein Honorar von x-tausend Euro. Das machen wir eine Größenordnung, also sagen wir 200.000 Euro insgesamt Honorar. Sind jetzt aber schon verklagt, sozusagen auf 45 Millionen, weil wir angeblich 5 Monate Genehmigungsverzug und 9 Monate Planungsverzug, aber dann sozusagen für das Gesamtgelände. Und da gibt es irgendwo Zinsverschiebungen und deswegen, da denkst du, das kann er nicht sagen. Deswegen ist es eine zweischneidige Sache. Also viele von den Dingen, die ich hier erzählt habe, sind natürlich, wenn man sozusagen selbst als Bauherr auftritt, möglich. Die Gefahr dabei ist aber, man darf nicht zu viele machen, sonst wird man ja wie die Bauträger selbst. Also so vielleicht als Antwort. Aber das Denken ist ja total toll. Also das ist ja das, was sozusagen in so einem normalen Architekturbetrieb auch oft verloren geht, weil man diese, sagen wir, man hat Finanzen, man hat Zeiten, man hat Mitarbeiter, also das ganze Thema, was da dran hängt. Und plötzlich merkt man vielleicht nach 20 Jahren, dass das, wofür man angetreten ist, oder auch die Kultur der Arbeiter, vielleicht nicht mehr genau das ist, was man wollte, aber es ist immer auch schwierig, da rauszukommen. Also gibt es einfach, und ich glaube, dass diese Eigendynamiken und Eigenlogiken immer stärker werden. Es ist ja nicht so, dass man sagt, es ist jetzt halt mal schlechter, weil die Wirtschaft geht schlechter, aber es wird wieder besser. Nein, liebe Kollegen, es wird nicht mehr besser. Sonst, du hast gerade was ein Stichwort wie gegeben. Wenn ich eure Arbeit anschaue, habe ich das Gefühl, es geht oft darum, auch auf Standards und Normen zu verzichten, was in Frage zu stellen, was wegzunehmen, um an einer anderen Stelle ein Mehr zu generieren. Und die Frage ist, ob man da nicht auch in die Gefahr läuft, indem man aufzeigt, dass weniger genauso viel Qualität haben kann, letzten Endes dafür auch argumentiert, dass die Budgets zusammengekürzt und nicht umverteilt werden, oder? Ja, weil man müsste ja ganz klar sagen, dass eine Budgetkürzung, die der Architekt sozusagen ermöglicht, ist ja logisch, müsste der Architekt eigentlich die Verfügungsgewalt haben über diese Einsparung. Und er kann sagen, die beteiligten Firmen kriegen mehr, die Architekten kriegen mehr, oder man könnte auch 50-50 machen, aber die Frage sozusagen des Mehrwerts von solchem Vorgehen, dass es nicht nur auf die, sozusagen auf die Investorenseite geht, ist total schwierig. Und es ist eigentlich der crucial point. Also weil, klar, es gibt sozusagen in der HOAI auch diese Punkte, wo drin steht, rationalisierungswirksame Leistungen können gesondert vergütet werden, aber macht das mal jemand klar. Weil das, und du wirst ja dann trotzdem verklagt. Du machst es klar, du sagst, ich lasse die Trittschalldämmung jetzt in einem Gebäude weg, weil ihr könnt ja einen Teppich drauflegen, dann ist sozusagen im Industrie- oder sagen wir, im Bürobau wäre der Trittschall eingehalten. Wir machen sozusagen überall schon diese Höhe hin, aber wir bauen den Teppich nicht ein. Zum Schluss wirst du verklagt, dass du den Teppich da rein bezahlen musst. Ja, obwohl natürlich auch eine Decke mit, 26 cm Beton ist ja besser als jeder Altbau. Und jeder freut sich, wenn er im Altbau wohnt. Und natürlich hört er oben drüber, wenn da jemand über die Dielen läuft, weil es knarzt. Und wenn die Sex haben, hört er das auch. Aber es hat ja auch noch keinem geschadet. Nur jetzt sind wir in der Situation, dass wir sozusagen uns vor so viel schützen und sozusagen das alles so toll ist, dass wir nichts mehr hören und sozusagen keine Energie mehr verbrauchen und da und da und dort, dass es schon schwierig ist, sich das, also es ist ja einfach schwierig, das zu leisten. Also die Zugänglichkeit hängt ja maßgeblich von, sagen wir, von Investkosten ab, insgesamt Investkosten. Und es macht, um jetzt nochmal die Frage zu verschärfen, wir haben jetzt festgestellt in einem Projekt, dass der Verkaufspreis der gleiche ist.
Also wir haben die Kosten da ungefähr so um 23-24% runtergekriegt von der ursprünglichen niedrigen Kalkulation. Aber das geht dann einfach nur in den Grundstückswert, den wir gar nicht beeinflussen können. Das heißt, der Verkaufspreis für die Buden ist genauso. Und da ist sozusagen die Umverteilungsfrage. Und da gibt es keine Eigenlogik und da müssten wir sozusagen tätig werden. Also eher auch in so Baukollektiven oder also uns, glaube ich, direkter einbringen. Der Trailer, wo man den Film im Internet findet. Trailer, einfach Legislating Architecture googeln, da kriegen Sie den Trailer und es gibt auf Vimeo auch die Langversion mit 32 Minuten, die kostet glaube ich 1,99 oder so. Und es gibt auch den Trailer jetzt von Property Drama, der wird es natürlich noch, also bei Legislating Architecture, das hat ja noch sozusagen irgendwie einen Spaß, dass man sagt, die Domain der Gesetzgebung dieser Texte ist eine Gestaltungs-, ist eine Design-Domain. Bei der Bodenfrage wird es härter. Also da ist es dann auch nicht mehr lustig. Also gerade wenn da so Stimmen aus Südamerika zu Wort kommen, denkst du, das kann doch alles nicht wahr sein. Und da geht es uns hier natürlich auch vergleichsweise sehr gut, also der Region hier sowieso, aber selbst sozusagen in so einem niedergängigen deutschen Osten ist noch nicht zu vergleichen mit Situationen anderswo. Und wir haben jetzt, um das einmal zu sagen, wir stellen jetzt fest, wir haben ein kleines Büro, jetzt eine Ausgründung in Sizilien, die heißen Michalski und Wagner in Palermo, weil es halt einfach extrem viele sozusagen so Bauruinen gibt. Und wir haben festgestellt, die sind nicht alle illegal gebaut. Die wenigsten sind sogar illegal gebaut. Die haben nur ein anderes Finanzierungssystem. Die finanzieren nicht wie wir hier, sagen wir, bewahrt auf 10 Jahre Festzins. Da weißt du genau, wie viel du jeden Monat bringen musst, sondern die finanzieren variabel. Sozusagen jedes Mal, wenn das Rating von Italien runtergeht, gehen die Zinsen nach oben. Die sind dann auch mal schnell wieder bei 7-8%. Jetzt, wo wir hier mit 1, irgendwas arbeiten, dann können die sich das nicht mehr leisten, also stehen die ganzen Rohbauten da. So, und da gehen wir jetzt rein, also oft mit den, also zum Teil auch mit den Eigentümern, die noch dabei bleiben wollen, die nicht nur rausgehen wollen, um da sozusagen die minimal fertigzustellen. Und denen auch mal sagen, ihr müsst nicht immer die Putten und dann noch dieses Baldachin und dann noch diese ganzen, was weiß ich, Verblendungen, lasst doch einfach den Rohbau, ein bisschen Glas rein. Boden kann man auch schleifen und dann ist schon gut. Und also wir merken, dass wir dort auch, da geht es sehr viel einfacher, weil die sozusagen direkter betroffen sind und das auch sozusagen diese Vorstellung, wie man eigentlich wohnen muss, für jemanden, der schon eigentlich rausgefallen ist, und es ist in Sizilien aber ziemlich weit, also die meisten gehen weg und so, und selbst die Mafia geht ja weg, weil sie nichts mehr rausholen können, da kann man da ganz gut operieren. Und da gibt es natürlich auch so eine gewisse Lässigkeit im Umgang mit Verordnung. Und es gibt da noch so einen anderen Punkt, der wichtig ist. Wenn man da unten jemanden fragt, hast du Probleme? Dann lachen die vielleicht und sagen, ja klar, seit 2000 Jahren. Und lachen weiter. Das ist natürlich hier auch ein bisschen, wir sind natürlich jetzt auch auf einem relativ hohen Niveau angelangt von Problemempfinden. Oder? Also wenn ich in mein Elternhaus komme, das ist 1966 gebaut, also so ein einfaches Einfamilienhaus, so. Ja, bitte so schlimm, mit Garage dran und so. Das hat natürlich ist das ein mieser Bau, aber es scheint ja so, dass man da trotzdem überlebt hat. Also nochmal zur Standardfrage. Ich habe vielleicht noch eine Frage zum kleinen Nachbarland, zur Schweiz. Also Sie lehren ja offenbar jetzt in Zürich, habe ich gehört. Ich sehe es jetzt in der Schweiz eigentlich auch als Problem. Also wir haben eigentlich vielleicht weniger Chaos, dafür mehr Strukturierung, also das Land ist total überstrukturiert, also diese Chance, die Sie vielleicht in anderen Kontexten nutzen, ist bei uns hier nicht so gegeben. Haben Sie da vielleicht Rezepte? Also mir macht das sehr Eindruck, wie Sie eigentlich fast so die staatlichen Probleme eigentlich mit einer unorthodoxen, unstaatlichen Methode angehen, also das Chaos eigentlich für sich selber nutzen. Genau, das wäre jetzt, ich hätte eben, wenn jetzt keine Frage gekommen wäre, genau auch den kleinen Hinweis zur Biografie gegeben, dass Arno Brandl-Huber an der ETH jetzt lehrt, und hätte eben auch gefragt, die Frage vielleicht anders gestellt, was bringst du den Studenten an der ETH bei jetzt für diesen Kontext? Das ist jetzt die gleiche Frage. Ich möchte da nochmal ansetzen. Also wir hatten in Berlin ein Zeitfenster, ich bin 2006 nach Berlin gegangen und das Zeitfenster ist jetzt, glaube ich, zu, um solche Sachen da zu machen, weil es ist so ein Druck drauf, die Grundstückspreise sind also in manchen Lagen innerhalb von 4 Jahren verzwanzigfacht.
also das heißt, die Wohnungspreise haben sich nur verdoppelt in den Lagen, aber das wird alles aufs Grundstück umgelegt und damit ist natürlich diese Möglichkeit, auch in ein Risiko gehen zu können, weil das Grundstück noch relativ günstig ist, ist weg. So, das heißt, ihr in der Schweiz seid natürlich an einem anderen Punkt. Ja, also deswegen auch kein Zug. Im Laufental hat es eine schöne Papierfabrik. Können Sie sich mal anschauen, die ist wunderschön, ist ein Monument, also eigentlich wie ihre beiden Türme. Also es hat mal ein Kunstprojekt stattgefunden, es wurde dann sofort wieder abgesagt, also zu gefährlich wegen Notausgängen, also man konnte eine Ausstellung machen. Und das wird jetzt wahrscheinlich abgerissen, was ich eigentlich total schade finde. Weil ich glaube, wir leiden hier an einer, einer überstrukturierenden Strukturlosigkeit. Also eigentlich das, wir gehen nach Italien, damit wir die abgeblätterte Farbe sehen können. Und hier machen wir alles, wir streichen neu nochmal neu. Also selbst in Berlin konnten wir nur Sachen angehen, die jetzt nicht unter dieses schöne 19. Jahrhundert Industriegebäude oder das schöne Stadtbad oder so, das war damals schon durch. Wenn das Ding hässlich genug ist, hätten wir vielleicht eine Chance, damit reinzugehen. Und ich glaube, dass es inzwischen auch bürgerschaftlich in der Schweiz, ich merke das eher so bei auch Jüngeren, die auch sagen, es kotzt mich doch an, dass alles so sauber ist. Ich gehe in die Langstraße in Zürich, da gehe ich noch hin, weil ich denke, da gab es immer was, da soll es angeblich vor 5 Jahren, hat man mal eine Prostituierte gesehen oder so. Ich übertreibe jetzt, das stimmt schon, ja. Aber vor wie vielen Jahren war das? Und es ist eben doch nicht so ewig her, dass sozusagen zum Opernhaus eine ganze Protestbewegung losging. Ja? Das sind ja dann doch nur 30, sind eben doch schon 30 Jahre. Und was wir jetzt da machen, weil ich kann natürlich damit nicht in die Schweiz gehen mit so einem Vorgehen. Das macht ja gar keinen Sinn, weil es macht dort tatsächlich keinen Sinn. Wir bauen dort jetzt einen Fernsehsender auf. Also wir machen in dieser Klasse für Entwurf und Architektur nur Fernsehen, also nur narrative Erzählungen, Formate, die im Fernsehen funktionieren. Das wird ein netzbasiertes Fernsehen sein, aber nicht nur Download, sondern es wird auch eine Sendezeitstruktur gehen. Wir gehen wahrscheinlich im Februar auf Sendung. Jetzt kommt so mein großer Moment der Eigenwerbung. Das Ding heißt dann Station Plus, Station Plus, also Station.plus. Es gibt jetzt auch Endungen, nicht nur CH oder DE, sondern Plus, also Station Plus, irgendwann ab Februar. Und ich glaube, dass sozusagen dieses Konzentrieren, sozusagen ein Argument wirklich zu formulieren, jenseits davon, ob jetzt die Statik total super gemacht ist und die Fassade nochmal dreimal mit dem Mund bemalt ist oder so, da muss man einfach andere Erzählungen hinkriegen, weil sonst guckt es auch keiner an. Also es ist ja total langweilig, ach, wenn man sich das ganze Zeug anguckt. Und wenn man sich jetzt im Bereich Architektur, klar, es gibt jetzt hier Aufzeichnungen, das kann man sich hier anschauen, das macht, besucht vielleicht jemand, der jetzt sozusagen auf die Vita-Seite geht oder bei euch, bei Architese oder so, ist aber immer nur ein internes Publikum. Aber wenn ich da heute jemand frage, der jetzt nichts mit Architektur zu tun hat, die ziehen dann ihr Handy raus und sagen, ah, kennst du diese Serie Pref, was jetzt sozusagen so ein französisches Ding ist, dauert immer nur 3 Minuten, extrem kurz geschnitten, schaut mal nur noch auf dem Handy. Und wie schaffen wir es denn da überhaupt noch Argumente sozusagen zu transportieren? Und da geht es nicht um die Argumente, ob jetzt ein Gebäude, ob der Winkel hier so sein muss oder 2 Grad weniger, sondern um so viel grundsätzlichere Fragen. Also, wie sauber wollen wir noch werden oder wie, die Umverteilungsfrage ist ja auch, also wenn man die Maßstäbe nur mal ein bisschen größer macht, es macht doch keinen Sinn, wir können es doch nicht sozusagen, wenn wir in Europa alle so aussehen würden wie in der Schweiz, ja, also um zu sagen, das ist ja ein relativ hohes Niveau, gut, wir können dann auch vielleicht nach Norwegen gehen zur Zeit oder so, dann gäbe es doch keinen Grund, warum wir eine Schengen-Grenze noch halten könnten. Also wir könnten die gar nicht mehr befestigen. Also wenn der Unterschied irgendwann so groß ist, schaffen wir es nicht mehr, den Unterschied sozusagen durch Grenzbildung zu kanalisieren. Okay. Also ja, deswegen runter mit dem Standard und den Rest schicken wir woanders hin. Geben wir nochmal einen Applaus. Vielen Dank. Danke.